Jo Leute, was geht ab? Und wir gucken uns mal an, was dein Kleidungsstil über dich aussagt. Ich bin sehr gespannt auf jeden Fall. Ich meine, es muss nicht immer ein Markenklamotte sein, aber trotzdem, ich glaube, das gibt dann schon das gewisse bessere Gefühl. Aber ich weiß nicht, ob ich da so bin. Was sagt ihr? Schreibt gerne in die Kommentare. Und wir starten direkt rein. Schreibt gerne in die Kommentare, was ihr so für Klamotten anzieht. Und wir starten los. Was sagen deine teuren Sneaker über dich aus? Gucci. Oder deine Abenteuermütze? Oder so deine Vintage-Jeans? Kann man anhand von Kleidung erkennen, welche Persönlichkeit jemand hat? Vielleicht sogar, welche Partei er oder sie wählt? No das klingt way. Vielleicht wie ein billiges BuzzFeed-Quiz. Aber tatsächlich war genau das einer der entscheidenden Datenpunkte der Trump-Präsidentschaftskampagne, um no konservative way. Wähler auf Facebook zu identifizieren und mit gezielter Werbung zu manipulieren. Fashion data was used to build AI models to build the alt-right. Kleidung steht in einem spannenden Verhältnis zu unseren... No way! Es ist wirklich möglich, dass man... Hä? Ist das Biohacking? Ist das... Nein, Biohacking ist ein bisschen übertrieben, aber das ist ja krank. Es gibt eine KI, die im Internet so nach Kleidungsstilen sucht und dann rausfiltert, wer... Und da... Wow! Also heutzutage ist echt schon viel möglich und du wirst auch hier schon wirklich richtig, richtig manipuliert. Werten. Wir treffen jeden Tag eine Entscheidung. Wir sind, was wir anziehen. Wir ziehen uns an, wie wir sein wollen. I would definitely rock this to the Met Gala. Must feel like some sort of alternative Barbie. It's the unexpected mix that makes it high fashion. Wir beurteilen Leute danach, wie sie angezogen sind. Häufig ziemlich vorschnell. I am urging the parents of black and Latino youngsters particularly to not let their children go out wearing hoodies. Was sagt unsere Kleidung über uns aus? Sehr gespannt, wenn wir Menschen zum Thema, ersten Mal begegnen, packen wir sie häufig schnell in mentale Schubladen. Das ist einfacher, als alles Mögliche mit einzubeziehen, was die jeweilige Person ausmachen könnte. Sich ein schnelles Urteil über andere zu bilden, war lange auch überlebenswichtig für den Menschen. Ist das ein Freund oder ein Feind? Ist das jemand, der mir die Keule auf die Birne haut? Oder ist das jemand, mit dem ich gemeinsam jagen oder sammeln gehen kann? Das ist Dr. Hans-Peter Erb, Professor für Sozialpsychologie an der Helmut-Schmidt-Universität in Hamburg. Er forscht unter anderem zu Urteilsbildung und hat auch einen eigenen YouTube-Kanal. Dieser erste Eindruck ist natürlich von vielerlei Faktoren abhängig. Wie schaut er gerade aus? Wie blickt er mich an? Wie bewegt er sich? Aber auch die Kleidung spielt dabei eine große Rolle. Da wäre zum Beispiel der weit verbreitete Spruch: Genauso ist es. Dress for the job you have. Dress for the job you want. Wer professionell gekleidet ist, dem traut man vielleicht auch mehr zu, obwohl das eine womöglich fast nichts mit dem anderen zu tun hat. Leider sind ähnliche Vorurteile allzu häufig auch ein fester Bestandteil von Rassismus. Vor rund 9 Jahren wurde der schwarze Teenager Trayvon Martin in Florida grundlos von einem Mitglied einer Nachbarschaftswache erschossen. Er trug einen Hoodie. Das war für den Täter Anlass genug, ihn als gefährlich einzustufen und in angeblicher Selbstverteidigung zu töten. What the fuck? Die Tat und die anschließende öffentliche Debatte über Hoodies führte das überall in den USA zu Protesten. Now to the Trayvon Martin case. It's caused a public outcry that spread like Es gab tatsächlich vor 9 Jahren eine öffentliche Debatte wegen fucking Hoodies. Ich meine, Alter, jeder normale Mensch zieht euch sowas an. Wildfire. Shut it down. Zimmerman, free. Shut it down. Daraus erwuchs eine Bewegung, die ganz demonstrativ Hoodies trägt und damit auf Alltagsrassismus in den USA aufmerksam macht. So wurde der Hoodie für viele zu einer Art Statement, ein Symbol des Aufstandes und der Zugehörigkeit. Das ist ein extremes Beispiel. Aber weil Kleidung einen Eindruck auf andere Menschen macht, nutzen wir sie auch, um unser Selbst zu formen. Wir haben eine bestimmte Vorstellung von uns selbst. Quasi, was wir denken, wer wir sind. Dazu gehört auch unser ideales Selbst, also wer wir gerne wären. Was das eigene Selbstbild sozusagen verinnerlicht hat, das können wir nach außen tragen und nach außen dann einen bestimmten Eindruck vermitteln oder vielleicht auch besser gesagt versuchen, einen bestimmten Eindruck zu vermitteln. Denn ob das immer klappt, ist dann nochmal eine andere Frage. Kleidung hilft uns also dabei, uns nach außen wie unser ideales Selbst darzustellen und unsere eigene Identität zu stärken.
Nicht nur das. Wenn Menschen herabwürdigende Kleidung aufgezwungen wird, kann das laut Erb wiederum auch negative Auswirkungen auf ihr Selbstbild haben und sich vielleicht auf ihr Selbstwertgefühl auswirken. Ich glaube, das steckt dann auch dahinter, wenn wir solche Kleidung haben, wie sie im Gefängnis. Gut, Gefängnis ist da wahrscheinlich auch wieder ein sehr Hardcore-Thema, weil ich meine, da hast du es ja auch an, unbestraft zu werden, und da ist es eigentlich auch egal, was der Junge fühlt. Ich meine, er hat dann teilweise auch beispielsweise nicht ihm war es auch scheißegal, was der gefühlt hat, den er leer zugefügt hat. Verwendet wird oder an anderen Stellen. Laut Erb wollen einige Menschen sich durch Kleidung auch einzigartig fühlen. Wahrscheinlich macht gerade das die rasante, immer neue Modeindustrie für viele so attraktiv. Aber es geht tatsächlich noch weit darüber hinaus, denn dieses Wissen über den Zusammenhang zwischen Mode und Selbstbild kann auch missbraucht werden. Ihr erinnert euch vielleicht noch an den Cambridge Analytica-Skandal, den Klau der Daten von 87 Millionen Facebook-Nutzern. Das Unternehmen hat anhand von Bergen privater Facebook-Daten von Amerikanern Persönlichkeitsprofile erstellt. Auf der Basis dieser Profile wurde dann ein Algorithmus gebaut, der Leute ausfindig machen sollte, die möglicherweise für Trump stimmen würden. Entsprechend wurde diesen Personen dann genau zugeschnittene Wahlwerbung gezeigt. Um diese potenziellen konservativen Wähler zu identifizieren, hat Cambridge Analytica unter anderem besonders einen Datenpunkt genutzt: welche Kleidungsmarken die Facebook-Nutzer mögen. Christopher Wiley war der Kopf hinter dieser Methode und hat für Cambridge Analytica gearbeitet. Aus Reue wurde er 2018 zum Whistleblower. Hier spricht er auf einer Konferenz. These are the five core personality traits against tons of fashion brands. Die Big Five sind ein bekanntes Modell der Persönlichkeitspsychologie. Die großen fünf sind demnach die fünf Hauptdimensionen der eigenen Persönlichkeit. Aus diesen Dimensionen ergeben sich fünf Skalen, auf denen man Menschen einordnen kann. Zum Beispiel in Bezug auf Offenheit. Bist du erfinderisch, neugierig oder eher vorsichtig, konservativ? Oder in Bezug auf Neurotizismus? Bist du eher selbstsicher, ruhig oder emotional, verletzlich? Wiley zeigt, dass die Marke L.L. Bean zum Beispiel vor allem von gut strukturierten und eher konservativen Personen geliked wird. Das ergibt ganz intuitiv Sinn. L.L. Bean ist eine eher konventionelle, traditionsbewusste Marke. Andersherum sind Leute, die die Sportmarke Lululemon mögen, tendenziell eher extrovertiert. That makes sense. Extroversion is like activity, it's excitement seeking, it's somebody who wants to go out and run. Aus diesen Zusammenhängen hat Cambridge Analytica dann quasi Personengruppen destilliert. This is them organizing groups of people according to personality traits on the top and fashion brands on the bottom, on the side there. And there are clear divisions of people on a psychometric basis and how they engage with fashion brands. And fashion brands in that light is sort of a clue as to who these people are. Und so wurden Menschen unter anderem auf der Basis. Ihr müsst euch vorstellen, jeder einzelne Punkt oder so sind einfach verschiedenste Menschen, die da einfach analysiert wurden. Ich meine, dass das so ein paar Daten einfach so viel. Ja, keine Ahnung, Geldmacherei würde ich schon fast sagen, aber das ist ein Wahnsinn, Alter. Die können mit so ein paar Daten, mit so ein paar gelikten Bildern dir die Werbung zeigen, die genau zu dir passt oder die dich genau dazu verleiten soll, dass du das tust, was sie wollen. Und das ist ja schon richtiges Brainfucking. Das ist ihrer Kleidung ausfindig gemacht und gezielt mit politischen Werbungen manipuliert. Es ist umstritten, wie effektiv das alles letztlich war und ob Cambridge Analytica wirklich Einfluss auf den Ausgang der US-Wahlen hatte. Aber es gibt ein Patent von 2012 von Facebook, das genau den gleichen Ansatz verfolgt. Aus den zahllosen Daten, die Social Media über Personen sammelt, sollen Persönlichkeitseigenschaften kalkuliert werden, um Werbung zielgerichteter schalten zu können. Vielleicht was Ruhigeres für eine ordnungsliebende Person und ein aufregender Werbespot für jemanden, der besonders abenteuerlustig ist. Es würde uns. Ich frage mich auch immer, ob das das Ziel war, damals schon von Mark Zuckerberg, als er das Ganze gegründet hat, als er das soziales Netzwerk gründen wollte, dass er damit die Leute theoretisch ausspioniert und einen milliardenhaften Datenklau begeht. Ich finde das einfach nur ein Wahnsinn. Du wirst da. Deine Informationen werden da komplett geklaut. Ach man, das ist. Nein, da fühlst du dich, wie wenn dich einer nackt zieht, Alter. Das ist ja ein Wahnsinn.
überhaupt nicht wundern, wenn Modepräferenzen hier ein wichtiger Datenpunkt sind. Es ist faszinierend, wie sehr Kleidung beeinflusst, wie wir andere wahrnehmen. Und wie viel wir im gleichen Zuge mit der Art, wie wir uns anziehen, vielleicht über uns selbst verraten. Ob Sneaker, Beanie oder Louis Bag. Don't judge a book by its cover. And I agree with that. But books have covers for a reason. Genau so ist es. They're a synopsis. They're a clue as to what's going to be inside. Am Ende sollte man das Buch natürlich lesen. Deshalb ja das Sprichwort. Auch wenn es nicht einfach ist, Stereotype und Vorurteile kann man sich laut Erb zumindest zu einem gewissen Grad abtrainieren. Es ist vielleicht gar nicht schlecht, sich ab und zu mal selbst zu hinterfragen, wenn man schnell über jemanden urteilt. Zumindest bei uns löst es doch irgendwo ein unschönes Gefühl aus, wenn man sich vorstellt, dass man vielleicht nur wegen der eigenen Kleidung abgestempelt und in eine Schublade gesteckt wird. Überlebensinstinkt hin oder her. Genau so ist es. Cheers. Hey, hoffentlich hat euch... Ich nehme dir an, es ist vielleicht so irgend so ein normaler Schwarzer, wo nicht viel draufsteht, irgendwie ein, vielleicht ein Fleck oder irgendein kleiner Aufdruck, keine Marke und nichts, auch bei der Hose oder so schaust du nicht so richtig, vielleicht so eine bläuliche, irgendwie schon ein bisschen verwaschen und der stempelt dich dann irgendwie als Assi ab, nur weil du nur zum Beispiel in der Früh keine Zeit oder zu spät wach geworden bist, weil du irgendwie, oder auch bei Müttern oder so, oder ich versteh's, ich weiß auf jeden Fall, was sie meinen. Und das ist halt auch gerade das Schlimme. Ich meine, man muss auch manchmal wirklich denken, so, der kann irgendwie einen schlechten Tag gehabt haben. Es kann so viele Gründe haben und ja, das bringt dich auch echt zum Nachdenken. Ich meine, sind wir da mal echt ehrlich, also man darf da wirklich nicht oft voreilige Schlüsse ziehen oder irgendwie einen voreilig verurteilen für das, was er anhat oder wie er sich gibt oder so. Kann auch, war auf jeden Fall wieder ein tolles Video und zeigt euch wieder, man muss Sachen hinterfragen, gucken und so weiter. Also ich finde das echt toll, aber auch scary. Es ist wirklich komisch, wenn man sich denkt, die können mit ein paar geklickten Likes und so weiter. So, ich weiß jetzt nicht, ob die 100%, weil du likest auch mal was so, weil dir ein Beitrag gefällt und nicht, weil du denkst, what the fuck, diese Kleidung brauche ich unbedingt oder so. Ich meine, ihr wisst, was ich meine und ich kann mir gut vorstellen, dass das nicht bei jedem 100%ig passen wird. Technik ist, oder eine KI ist nie zu 100% genau. Trotzdem ist es irgendwie schon komisch, dass du dann auch so personalisierte Werbung bekommst und so weiter. Ich finde das echt sehr komisch. Was sagt ihr zum Ganzen? Schreibt es gerne in die Kommentare, abonniert gerne den Channel und schaut auch unbedingt gerne auf TikTok vorbei. Auch, wir auch gerne auf itz_tor. Wir sind da über 10.000 Leute. Vielen, vielen Dank. Vielen Dank. Und schaut auch gerne auf Instagram vorbei. Links wie mal in der Bio. Dankeschön fürs Zugucken. Danke für den Support und ciao. I want the real stuff, everybody listen up, cause I'll only say it once. I'm gonna show you all the path, if you want it bad. I'm gonna show you where it's at, yeah, how you can get it back. Yeah, cause I ain't never done, I'll be number one. Working hella hard until I get just what I want.